hier. Hallo alle. Werner Köpp-Kerstin ist mein Name, Vorsitzender der Humanistischen Union, der ältesten deutschen Bürgerrechtsorganisation. Menschenrechte gehören nicht in Quarantäne. Sie sind unteilbar und müssen eingefordert werden, wo sie missachtet werden. Anfang April gab es in Griechenland einen massiven Kälteeinbruch, der Hunderttausenden von Zugvögeln den Tod brachte. Wir haben den Eindruck, auch Brüssel ist von einer Kältewelle heimgesucht worden. Die Opfer sind Empathie, Solidarität und Entschlusskraft der EU. Und zwar mit den 40.000 Menschen in den Flüchtlingslagern auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios. Raus aus der Hölle dieser Lager fordern wir. Und das gilt nicht nur für Kinder, Jugendliche, Kranke und Behinderte. Die Lager müssen aufgelöst werden. Und alle Anstrengungen müssen sich auf die Eröffnung von Alternativen richten. Alternativen in Griechenland, aber auch durch einen Verteilmechanismus in den EU-Ländern. Jetzt unmittelbar und nicht erst, wenn das Coronavirus in den Camps wütet. Wir demonstrieren aber auch, weil die Demonstrationsfreiheit zu den elementarsten Grundrechten gehört, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Brockdorf-Urteil von 1985 so eindeutig befand. Die Behörden haben bei der Anmeldung von Demos Ermessensspielraum und müssen konkrete Einzelfälle prüfen, entschied in diesen Tagen das Bundesverfassungsgericht. Nutzt alle dieses Recht, um auf die Not und das Elend auch von Menschen jenseits unserer Grenzen aufmerksam zu machen. Vielen Dank für euer Interesse. Als nächstes spricht Thomas Jennissen vom Grundrechtekomitee.